Willkommen zurück bei Borderlands. Baus ist immer noch betrunken. Und ja, weiter geht's halt. Wir sind gestorben letzte Folge am Ende. Jetzt hier geht's wieder weiter. Wir haben diesen neuen Checkpoint Gott sei Dank erreicht. Ja, wir wollten nach Concordia, um unser Skin zu ändern. Das machen wir bei der nächsten Gelegenheit. Aber wir werden erst hier unsere Wut auslassen und unseren Penis in Tod durch Übung schieben. Halt mal im Maul jetzt. Leiche über Leiche, mich beherrschen meine Triebe. Wenn ich meinen Penis in die tote Hure schiebe, fühle ich mich frei und kann machen, was ich will. Afterspaltung, Fesselspiele, Augenhöhlenfick. Wer wird dich bumsen? Ich werde es dir sagen. Neiden wird sein Schwanz in deine Schimmelfurze rammen. Wie ein Zombie siehst du aus. Keine Haare, grüne Haut. Mir egal, ich fick dich aus und schlage dir die Zähne aus. Kleine Blasen auf den Titten und ich werde die Blasen drücken. Jetzt spritzt der Eiter. Doch, ich mach weiter. Ich knack ihre Schädeldecke. Das Gehirn wird ausgedrückt. Weg mit diesem hohlen Kopf zum Verarbeiten. Taugt dir nichts. Ich werde deine Waden mal durch meinen Fleischwolf drehen. Eine leckere Fleischpastete. Wird daraus entstehen! Dann sehe ich alles aus, Alter. Ich weiß nicht, wer hier alles zuschaut. Alter, warum? Du weißt sicher nicht. Ja, aber es ist asozial. Du weißt, und du sagst zu mir, es ist fatal, wenn ich ein paar Rap-Texte von geilen Künstlern auswendig kann, aber dann sowas. Warum ist eigentlich immer tot? Das ist ja fatal, weiß, Alter. Ja, weil irgendwie bin ich gerade gestorben, weil der eine hat irgendwas geworfen auf mich. Beziehungsweise. War das irgendwie so ein scheiß Ewiger, glaube ich. Nee, Mann. Nein, bei Franks ist es so, Franks ist Kernhipster. Also Kern, aber wirklich. Nein, das stimmt, Franks ist Kernhipster. er erfüllt alle äußerlichen Merkmale eines solchen. Ich hab nicht mal diesen Bart, Alter. Ja, weil du keinen Bartwuchs hast. Also sonst hättest du den auch. Und er erfüllt alle äußerlichen Merkmale, die er vorweisen kann. Hört hauptsächlich beziehungsweise 99,9% Hipster. Aber wirklich jeden Spasten, den es davon gibt. Also ich kenne irgendwie keinen Hipster-Typen, den Franks nicht hört. Aber was der das Wahnsinn ist, wie Franks es kann, jeden Text von jedem Lied von jedem Typen. ihr habt es ja mitbekommen. In den vielen Folgen davor, wenn er immer anfängt zu singen. Ich hab noch nie gesungen. Ja, ist mir egal, wie das ist. Oder rappen, ist mir scheißegal. Ja, ich habe auch noch nie wirklich irgendwas gerappt oder gesungen. Ja, ja, Bühne von Pandamaske. Ja, aber nicht im Let's Play. Doch, hast du. Jetzt ziemlich oft sogar schon. Also ungefähr locker 5-mal. In 5 Folgen oder so. Okay. Was ist das da? Alien. Guardians! Warum steht unten diese Scheißschrift? Das wäre jetzt ein geiles Bild gewesen. Aber so viel mehr. Wächter Shiru. Shirum. Erstmal mit Ding draufballern. Scheiße. Alter, bist du gerade mit einem Schuss gestorben? Ja. Weil ich kann das jetzt vielleicht killen oder ich heil dich. Na, du bist am Leben gut. Ja. War easy irgendwie. Das Ding schaut scheiße aus. War sau leicht. Ach, das war gar nicht der Boss. Oh! Ach, das ist scheiße, das war gar nicht der Boss und der hatte ich in einem Schlag weggemacht. Sherman. Hey, brauchen wir Kollision, Sniper. Boah! Zwei Schüsse. Necromagica. Ich halte dich drüber. McManus wollte irgendwann jetzt was mit mir machen, die da hingeschrieben vorhin. Muss ich dann gleich antworten. Nicht so wie Franks, der so 100 Stunden vor Antwort warten muss. Ja, ich hab gleich geantwortet, du hast dann nur nicht zurückgeschickt. Da! Warte, ich komme. Ewiger. Finde den Aufzugsraum. Ich töte den Ewigen. Okay, warum ist der da eins?
Das war gelogen. Ich habe gestern so ein Video angesehen von dem Hurensohn, der einfach einen Jumpscare mitten in so einem normalen Video gemacht hat. Weißt du, ich hab einen Augen zu gehabt und lag nur und höre mir die Sachen nur an, manchmal die labern, wenn die mir so scheiß Videos machen. Ich bin jetzt irgendwie nicht erschrocken, aber ich war halt mega wachsam, weil die so ewig laut war. Weißt du, was ist denn das für ein Hurensohn, so ein Tasseter? Noch ein Wort und Sie sterben einen langsamen Tod. Was wollen Sie? Das waren drei Worte. Wir sprechen uns bald. Immer heile. Ich komme da nicht hoch. Ich werde hier attackiert von Alien. Schon wieder Wächter Chero, ich habe den doch schon getötet. Hier liegt Spawn hier die ganze Zeit. Das andere Viech da, das macht sich immer unsichtbar, der Hauptboss, oder? Wächter Schnitter ist hier auch noch. Wow, ich meine, hier gibt's jede Menge schräges Alien-Zeugs. Das ist ein gutes Zeichen, oder? Es bedeutet, dass dort unten was echt Geiles auf mich wartet. Komm hoch. Ja, ich töte Chero. Torpfürster! Akbar! Scheiße, warum habe ich aber noch keine... Bleib stehen! Gleich, warte, jetzt. Ich bin bereit! Wie komme ich hier? Warte mal. Ich komme hier von der Seite. Oh, dieser scheiß Portal-Uhrenbock. Oh. Du läufst eigentlich lang. Ja, ich will diese Scheiße kaputt machen. Oh, gerade noch! Jetzt ist es tot. Ja, was ist der für ein Dreck? Jetzt sterbe ich auch. Schiss vor mir! Schnell! Ja, hier ist ein Typ, Mann! Scheiß auf den, Alter! Das kann ich nicht, der belästigt mich hier. Ich schieß mich. Warum warst du auf einmal wieder da? Ich weiß da. Nicht. Ja, ich glaub schon. Also, ja, ich war hier auf einmal dieser scheiß ewiger Phasengänger. Wieso könnten die Spasten eigentlich davor schon aufsteigen? Ja, ja. Ich weiß nicht, weil so hart waren die irgendwie noch nie. Ach, das ist halt ein höheres Level. Ja, aber nicht Phasen. Komm jetzt mal mit und lauf nicht immer in die falsche Richtung. Warte. Medikits, was sind das? Ach, so ein Grattler. Schild. Ich nehme es einfach mal mit. Wir kaufen, Mann. In eBay. So. Brauch schnell Muni, warte. Yep, du gehst in die richtige Richtung. Im Grunde immer auf dein Loch zu. Weiter so. Fick dich, Franks, du hast mich weggeschoben. Ich bin auf deinem Kopf gelandet. Ball. Wieso läuft sie pädophil aus? Wie so ein pädophiler Spaß, der sich im Busch versteckt hat und ein Kind sieht und dann hinterher rennt. So sieht sein Gangweg hier aus. So. Outfall Pumping Station. Willkommen. Sehr gut. Jetzt hier nach, wo dich das hinführt. Zu. Ich ergib mich. Aber wieso sterbe ich? Selbst schuld jetzt, ganz ehrlich. Wie bist du wieder im Leben gewesen? Hier war irgendein Spaß gestanden. War grad noch gut irgendwie. Das war lieb. Ich kremble mein Leben um, ernähre mich gesünder und schreibe meinen Roman fertig. Und dann, boom, was für ein Idiot. Gut gemacht. Sorry. Sieht aus, als wäre das da. Die Granaten kannst du schon tragen. Warte, ich habe gerade... Ja, 4 kann ich nehmen, 4. Mein Name. Schade. Warum? Ich dachte, es geht nach oben und ich bin direkt so. Fuhren oder so. Boah. Alter, was kommt jetzt? Ruhe, bei der Cutscene, Alter. Halt doch mal dein scheiß Maul. Ja, sagt der immer gerne, wie du mit Cutscenes.
Null betrunken bist. RK5, nein, bin ich jetzt nicht, das ist die Fresse, Mann. Was ist so. Das für ein Ding? Sind die Kerle schwer vom Begriff? Ist es aus für sie? Kauer Jäger gesichtet! Feuer eröffnen! Er ist wie. Wir haben es schon zu weit geschafft. Hol den Bastard. Hat über. Nee, kein Leben verloren, Bastard. Wir kämpfen bis zum letzten Mal. Ja, Kollision also, brauchst du. Hab ich nicht. Ich glaube, ich habe nicht eine einzige Kollisionwaffe. Das Kampfschiff zu falten. Los! Eine Frechheit! Voll auf mich geschossen, dann verpiss es sich, wo mein Schild geschossen hätte. Keine Überlebenden! Schieß das Schiff in Stücke! Er macht 1200 Schaden. Irgendwo habe ich gerade gemacht. Jagger ist voll böse geworden. Der Huren. Weg. So, warte, jetzt ist es scheiße. Alter, fuck you, ah, scheiße. Hä, wieso ist er böse? Ja, der will jetzt, dass wir jeden schlachten und metzen und vergewaltigen. Ja, ist doch gut. Die hätten ihn, wollten ihn ja umbringen. Ja, klar. Wenn du... Ah, ich hab doch Verfolgungsgranaten, oder? Lilith. Ich denke auch, dass die Schüsse manchmal so lange fliegen. Scheiße. Ja, guck mal durch die Mehuren-Kinder da und ich mach das fette Teil. Ah, das ist gut, das ist sehr gut jetzt gerade. Das ist sehr gut. Ich glaube, unter stärkerem Alkoholeinfluss würde man nicht so gut treffen, wie ich jetzt gerade. Okay, ich habe nicht getroffen. Nein, aber... Nee, pass mal. Mit zwei Waffen gleichzeitig schießen ist hier assi, weil du voll den fetten Rückstoß hast. Du schießt ja nur mit einem mal, gell? Ja. Auch und also hier auch so unkontrolliert, gell? Warum geht mir die scheiß Mini aus? Hilfe. Warte, ich muss nachladen. Hier ist ein Wächter. Boah, fuck die Bitch, Alter. Alter, wie viel. Danke. Heiß. Boah. Ja. Ich hab Schuld gehabt. Ich hätte ihn gar nicht töten können. Ja, der fickt, den ficken wir. Ja, ich kann dich nicht heilen, was soll denn der Dreck? Ich flipp aus bei sowas. Wenn du einfach dieses Teil auf dich schießt, verdammt. Ich glaube nicht, dass ich explodiere. Wäre jetzt passender gewesen. Hast du überlebt? Mhm. Das ist eine Frechheit, dieses so, Teil und dann auch noch Wächter. Kümmer du dich mal um die Wächter. Warte. So. Na gut, hier ist Muni, die brauche ich gleich. Weil ich kann die natürlich auch nicht aufnehmen, weil die so Wächterhuren sind. Alter, die rennen auch, die springen auch so scheiße rum. Das Fickviecher, eins ist tot, so. Hier ist natürlich nirgends so Muni drin, das ist eine Frechheit. Achso, das fliegt schon raus. Oh, genau im falschen Moment ist mich die. Ja, das ist Clapchat halt. Ich kann die Kisten nicht öffnen. Each. Kaltes, klares Wasser. In der Spülung vor meinem Klo. Each. Okay, jetzt kann ich weiter. Kaltes, klares Wasser. In der Spülung vor meinem Klo. Scheiße, ja. Und das ist der Wahrheit. Versuch dich zu heilen, ja, hat geschafft. Ah, fuck, das Teil schießt auf mich. Mhm. Ich weiß, weil ich sage es jetzt hier wieder vergebens. Will ich aber nur mal wissen. Ja. Ich sag natürlich jetzt wieder irgendwas mit Kommentare schreiben oder so. Du wusstest, ja. Ob ich sag mal oder schreib mal rein, falls irgendeinen interessiert, ich weiß es ja nicht. Ob ich irgendwelche speziellen Themen über diese labern soll in irgendwelchen Videos sagen. Ja, das ist gut. Weil ob ich da irgendwie mal das als Thema nehmen soll, dass ich nicht irgendwelchen sinnlosen Quatsch rede die ganze Zeit. Oder einfach nur das Spiel kommentiere, sondern über irgendwelche Sachen, egal was, irgendwie reden soll oder meine Meinung da sagen soll oder sowas. Keine Ahnung, Spiele oder was weiß ich, auf was ihr wollt. Wollen wir die Folge in zwei Parts cutten, also eine 30-Minuten-Folge machen, weil sonst schaffen wir den Endgame-Boss nicht mehr, sonst müssen wir jetzt aufhören gleich. Ja, ich glaube, dann hören wir lieber auf. Dann ist halt danach die Folge die Vernichtung von dem Typen einfach. Okay. Aber 15 Minuten ist schon besser, weil dann dauert es auch nicht so lange zum Hochstellen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Mann.